Oh, Imprinting. Was willst du? Spazieren gehen. Oh, du willst kuscheln. Mega cool. Ja. Yeah. Die sind total süß. Du willst spazieren gehen? Komm mal mit, dann machen wir das. Komm, wir gehen spazieren. Hallo und willkommen zurück auf Ark Extinction. Das war mein Schritt. Schön, dass wir den heute auch schon wieder gesehen haben. Ich bin ja schon wieder unterwegs und habe so ein paar von unseren neuen Dinos, ja neu so in Anführungszeichen, rausgeholt. Die kennen wir alle noch kaum. Die habe ich noch gar nicht hier in der Base aus den Cryoports geholt. Wir haben so viele Dinos in letzter Zeit gezähmt, vor allem auch auf Valguero. Das ist noch unser neuer Kompi. Den haben wir ja hier im Aberration, also in der Unterwelt hier praktisch gezähmt, in Extinction. Das ist, glaube ich, genau, das war ein Weibchen. Wir haben ja hier schon Charlie, der ist Level 172. Sie ist sogar 209, voll gut. Ich glaube, Charlie und, wie nennen wir dich denn dann? Wie wär's mit Jolene? Ich glaube, wir haben noch keine Jolene. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Hier stehen schon ziemlich viele Dinos rum. Aber das ist auf jeden Fall Jolene, unsere super coole neue Kompi-Dame. Hier draußen steht auch noch der super bunte Vogel rum. Unser Archie. Das ist ein Männchen und der hat auch noch keinen Namen, ne? Der sieht so cool aus. Ich bin echt, hat mich super gefreut, dass wir den gefunden haben. Das ist, glaube ich, eins unserer schönsten Dino-Tierchens. Wir haben ja auch noch hier Datar. Der ist auch super cool. Dem wollte ich eigentlich mal eine Plattform bauen, ne? Es gibt so viel zu tun. Ich weiß immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das ist auf jeden Fall ein Projekt. Das habe ich versprochen. Das müssen wir irgendwann mal machen, dass der hier irgendwie so ein Podest kriegt oder sowas. Aber hier ist echt schon wenig Platz. Hier stehen schon wieder so viele Dinos rum. Ich denke, da müssen wir auch bald mal was dran machen, dass wir hier die Dinos, die wir nicht so dringend brauchen, mal vielleicht aufräumen oder so. Weiß nicht, zum Beispiel diese 400 Raptoren, die hier rumstehen. Schauen wir mal. Ich glaube, wir nennen dich... Wie wär's denn mit... Ich habe da so eine Idee. Das könnte funktionieren. Buntem Vogel. Wie wär das? Das klingt ein bisschen komisch, aber das nächste Mal, wenn ich sage, wir wollen mit einem Flieger los, dann sage ich einfach, wir wollen mit buntem Vogel los. Und das passt dann auch, oder? So grammatikalisch und so. Oder mit dem bunten? Mit buntem Vogel, das passt. Okay, dann hat der auch einen Namen. Und jetzt geht's natürlich ans Nachzüchten. Das ist das, worauf ich mich schon so mega freue. Wir können endlich mal Velonas nachzüchten. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das ist das allererste Mal, dass wir Velonas nachzüchten. Die sind ja auch super cool. Und dann haben wir noch dazu zwei ziemlich gute und eine wunderhübsche. Wollen wir mit den hübschen anfangen oder mit den guten? Ich denke, wir fangen mal mit den hübschen an. Ich schmeiß mal beide raus. Das sind jetzt die Eier von unserem besten Männchen und dem bunten Weibchen. Und auf die Plätze, fertig, Velonas. Okay, wir brauchen noch 3%. Bam, bam, 2. Accept. Und accept. Die sind mega süß. Die haben voll große Augen. Noch was zu essen? Du auch? So. Mega. Oh, die fressen schon. Die sind super gefräßig. Kommt mal mit hier vor. Ziehen wir die mal so ein bisschen auseinander. Oh, wir haben einen grünen Bauch. Ich sehe es. Wir haben auf jeden Fall lila und wir haben einen grünen Bauch und einen orangenen Bauch. Die sind so hübsch. Ich finde das total cool, wie die aussehen. Oh, stopp, stopp, stopp. Wir müssen noch Behavior. Disable Wandering. Und Behavior. Disable Wandering. Funktioniert. Fast. Bald, vielleicht. Wo bist denn du hin? Okay, sie sieht so aus wie die Mutter. Ich denke, das ist ziemlich identisch, die Färbung. Und du? Du stehst in der Wand, ne? Komm hierher. Komm hier vor. Hör auf zu futtern. Bleib mal da stehen. Du hast, glaube ich, die Bauchfärbung von Papa bekommen, ne? Papa war... Wer von euch ist denn hier Papa? Du bist das Weibchen, Papa ist, glaube ich, hier rechts hier, ne? Man sieht ja nicht so wirklich viel, aber du hast so ein bisschen so einen orangenen Bauch. Das ist immer so eine Sache mit der Beleuchtung hier. Ja, er hat einen orangenen Bauch. Du hast auch einen orangenen Bauch, ne? Also orangener Bauch ist wohl Standard bei den guten
Velonas? Den werden wir wahrscheinlich bei den meisten Tieren dann haben langfristig, wenn wir noch weiter nachzüchten. Aber das Gelbe sieht halt auch ziemlich cool aus, ne? Ich weiß gar nicht. Das sieht eigentlich hübscher aus, oder? Was meint ihr? Gelb ist natürlich mega cool, aber mit dem Lila zusammen finde ich den orangenen Bauch fast schöner. Mann, die haben so riesige gelbe Augen. Die sind mega süß. Okay, dann haben wir die ersten beiden. Gucken wir mal nach den Statistiken und nach dem Level. Das ist natürlich auch interessant. Da sehen wir hier alles. Level 120 ist natürlich jetzt nicht so der Burner. Hitpoints sehen mies aus. Sind die von der Mutter. Melee-Damage glaube ich auch. Hier haben wir... Oh! Hier haben wir den guten Melee-Damage, aber wir haben die Hitpoints nicht bekommen. Das war schon wieder besser dabei. Level 160. Also, wenn wir die Farben behalten wollen, dann können wir mit ihm nachzüchten. Theoretisch. Das könnte man machen. Okay. Dann würden wir vielleicht irgendwann die Hitpoints auch noch kriegen und dann hätten wir die guten Statistiken mit drin. Okay. Nehmen wir mal die beiden anderen Eier noch raus. So. Die zwei. Ah, die wollen ja noch imprinted werden irgendwann, ne? Wie lange haben wir denn noch Zeit? 5 Minuten. Gucken, was die dann fressen wollen. Das gibt wieder Nachzucht-Action hier. Das werden jetzt die beiden richtig guten. Die werden mega gut, ihr werdet sehen. Schauen wir mal, wie viele das werden. 1 und 2. Accept. Accept. Du kriegst was zu essen. Und du kriegst natürlich auch was zu essen. Dann nehmen wir die direkt von Wandering runter. Nee. Disable Wandering. Behavior. Wir haben den falschen. Disable Wandering. Okay. Die sehen jetzt auch alle so aus wie die Elterntiere, solange die keine Mutation kriegen, weil die Elterntiere ziemlich identisch aussehen. Die sind ja beide so rot-orange. Ja. Die sehen so ziegelrot irgendwie so ein bisschen aus. Okay. Wir haben einmal Level 207 bekommen mit 2600 Hitpoints und 400% Melee Damage. Und wir haben einmal 3400 Hitpoints, aber den Melee-Damage nicht bekommen. Also leider ziemlich gemischt. Level 215 ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. 215. Wow. Das ist voll gut. Du bist 218, ne? Genau, 218. Und wir haben schon einmal hochgelevelt, also Ausgangslevel sind hier 217, glaube ich. Bei M1. Wir sind also noch unter unserem eigentlichen Max-Level hier geblieben. Egal. Schon mal ganz nett. Da müssen wir weiter nachzüchten. Das sind jetzt ein Weibchen und ein Männchen. Wir haben dann langsam mehr Tiere zum Nachzüchten. Ist auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt noch nicht das bekommen, was wir wollen. Obwohl wir schon viel Nachzuchten haben. Also da müssen wir noch ein bisschen ran, glaube ich. Das wird noch ein bisschen dauern heute. Ich muss die jetzt erstmal imprinten. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal imprinted. Dinos. Und die sind ja allein dann schon viel besser. Das ist ja schon ein riesen Upgrade, wenn wir die imprinten. Gucken wir mal, was die gerne fressen wollen. Ich nehme die, glaube ich, mal so ein Stück hier mit raus. So, dass die uns dann später nicht im Weg stehen beim Nachzüchten. Und dann müssen wir weitermachen. Wir sind noch nicht fertig. Ich denke, wir warten jetzt aber erstmal, was die fressen wollen. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was die so sehen wollen, die vier. Ich denke mal, die wollen wieder Kibbles, ne? Da muss ich dann mal wieder Kibbles herstellen. Wir haben an die Raptoren so viele Kibbles verfüttert, dass ich nicht mehr allzu viele habe, ganz ehrlich. Aber ein paar sind noch im Kühlschrank. Okay, wir können ja auch mal die ganzen Dinos rausholen. Wir haben ja auch noch jede Menge Dinos mit drin. Wir haben ja Lilly die Zahnfee. Ich glaube, die müssen wir erst noch drin lassen. Die ist halt so riesig, das könnte ein Problem werden hier drin. Wir haben den riesen Tegrex. Wir haben Uli, das Megatherium. Den holen wir mal, den Uli. Wir haben Ralf Rolle, unseren Dödi. Den holen wir auch wieder raus. Unser Chargeback. Falls wir mal Licht brauchen, dann sehen wir ein bisschen besser, ne? Und Nena. Wir brauchen Nena. Okay, das reicht erstmal. Jetzt haben wir einen riesen Haufen Tiere. Die Sättel sind da, glaube ich, auch zum großen Teil noch mit drin. Wir haben den... Nehmen wir die einfach mal alle mit raus. So. Ach, das sind die gefundenen Sättel dann. Genau, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben noch den Anglerfisch.
Ich denke, wir müssen irgendwo einen Fischteich machen, ne? Was machen wir denn mit dem Anglerfisch sonst? Kommt mal mit. So. Dann können wir ja theoretisch mal Mandy da absetzen für einen Moment. Dann nehmen wir unser Chargeback. Wow, wow, wow. Fast. Und da müssen wir theoretisch so ein bisschen besser sehen können. Man kann auch im Menü hier, glaube ich, das Licht anstellen. Light. Bam. Jetzt haben wir Licht. Merkt man nicht so viel von, ne? Aber wenn wir nah an die Dinos rangehen, dann müssten wir die jetzt besser sehen können, vielleicht. Ja. Jetzt sehen wir dann die Farben so ein bisschen schöner. Nice. Weil Beleuchtung in Ark ist immer schwierig. Ihr kennt das ja. Ach so, du hast gar keinen orangenen Bauch. Du hast einen grauen Bauch. Wieso hast du denn einen grauen Bauch? Unser Weibchen hat einen grauen Bauch. Hm. Haben wir hier irgendwo... Nee, wir haben doch keinen grauen Bauch bekommen, oder? Doch, ich sehe einen. Das ist ein grauer Bauch. Und du? Komm mal ein Stück zur Seite. Komm zu mir. Du hast einen orangenen Bauch. Wir haben einen grauen Bauch und einen orangenen Bauch. Der ist eigentlich hübscher, oder? Und hier ist das linke Tier ist so ein bisschen dunkler. Jetzt sieht man die Farben richtig gut. Die sind halt schon praktisch, die Chargebacks, ne? Oder auch Bulbdogs genannt. Du hast ja auch einen grauen Rücken, ne? Okay. Der graue Rücken mit dem grauen Bauch könnte auch cool aussehen, ne? Eieiei. Müssen wir mal gucken, was wir da für Kombinationen hinkriegen. Aber ich finde, der graue Rücken sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Der würde aber zum grauen Bauch besser passen. Oh, Imprinting. Was willst du? Spazieren gehen. Oh, du willst kuscheln. Mega cool. Yeah. Die sind total süß. Du willst spazieren gehen? Komm mal mit, dann machen wir das. Komm, wir gehen spazieren. Steckst du fest? Was ist los? Okay. Die stecken schon so ein bisschen im Boden. Und da ist irgendwie so ein Loch im Boden scheinbar. Komm mal zu mir. Komm. Okay, es hat funktioniert. Super gut. Okay, du bist jetzt das Weibchen mit zwei guten Statistiken, ne? 3700? What? Wieso hast du denn jetzt zwei gute? Also die sind jetzt besser geworden durchs Imprinting natürlich. Wir haben direkt 100% bekommen. Die anderen beiden habe ich schon imprintet. Das ist das Männchen und das Weibchen habe ich schon aussortiert. Das steht jetzt hier. Da werden wir nicht mit nachzüchten. Ich glaube, ich habe Durst. Brauchen was zu trinken. Ja, so eine Beere und da ist es. Gluck, gluck, muss ich wieder auffüllen. Genau. Das andere Tier. Du hast auch 100%. Jawohl. Und, ah, das hatte die guten Hitpoints. Und den schlechten Melee-Damage. Und das da draußen hatte die schlechten Hitpoints, ne? Du hattest die schlechten Hitpoints. Du hast jetzt 3700. Aber das Männchen hat ja... Ne, das Weibchen. Das Weibchen hat 3400. Das ist die gute Statistik. Moment. Naja, auf jeden Fall ist das ziemlich gut. Wir können mit dem Weibchen auch nachzüchten. 3600? Und du hattest ja nur 3000. Ich bin schon wieder total verwirrt. Ich muss unbedingt merken, was die für Statistiken haben oder am besten aufschreiben. Komm mal hier ran. Wir werden mit dem Weibchen auch nachzüchten. Und ich werde das so ein bisschen mischen jetzt im Moment noch. Ich will ja die Farben irgendwie reinbringen. Das heißt, wir nehmen dieses Männchen jetzt auch mal zwischendrin her. Und versuchen dann irgendwie die Farben noch mit reinzubringen. Das hat ja inzwischen schon den guten Melee-Damage. Das heißt, wir haben nur noch die schlechten Hitpoints, die wir ausmerzen müssen. Da sind wir schon auf gutem Weg. Und ansonsten sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei. Das ist immer noch unser bestes Männchen hier. Du bist ja ein Weibchen. Und auch ein bisschen niedriger vom Level her. Aber eigentlich schon ziemlich gut von den Statistiken. Das ist jetzt das bessere Weibchen, ne? Wollen wir das hier dann überhaupt noch... Ich glaube, das nehmen wir dann raus, ne, mit 300%. Weiß nicht, ob wir das dann noch brauchen. Wir brauchen halt ein paar mehr Weibchen, ne? Wir haben ja nur zwei Weibchen aktuell. Deswegen lasse ich das nochmal drin, mit dem züchten wir nochmal nach.
Aber langfristig nehmen wir das dann raus. Das hat nämlich keine so guten Statistiken. Das ist schon deutlich besser hier, das 207er. Was hast du für ein Level eigentlich? 194, genau. Also sind wir auch im Level schon besser dabei. Okay. Dann lassen wir die nochmal auswachsen, die beiden. Und dann dürfen die hier direkt wieder loslegen. Und dann schauen wir mal, was wir da noch rauskriegen. Ich denke, wir brauchen einfach wenigstens irgendwie 10 Tiere oder so, dass das dann Sinn macht. Ansonsten, ja, so schnell geht es einfach nicht. Wir brauchen einfach jede Menge Nachzuchten, damit wir da gute Statistiken bekommen. Okay, es geht wieder los. Ich habe schon mal die ersten, wie viele sind es? 5 Eier ausgelegt und das erste geschlüpft. Go, go. Füttern. Jetzt müssen wir schnell sein. Stopp. Stehen bleiben. Und füttern. Stopp. Du bist lila geworden. Super gut. Und das nächste Tier. Stopp, stopp, stopp. Bleib mal bei mir. Ich muss den noch imprinten. So. Du kriegst auch was zu essen? Weiter geht's. Oh, das sind 3 geworden. Wir haben Drillinge. Imprint. Accept. Und Imprint. Accept. Jetzt müssen wir die alle füttern. Und die nächsten sind auch schon geschlüpft. Die gehen hier überall spazieren. Du kriegst auch was zu essen? Ich darf niemanden vergessen beim Füttern. Auch wenn wir sowieso schon... Ist einer raus? Ich glaube, es ist keiner entkommen. Wir haben noch dich. Du kriegst auch was zu essen. So. Viel haben wir nicht mehr, ne? Stopp, stopp. Komm mal zu mir. Sehr schön. Okay. Hat funktioniert. Du kriegst auch was zu essen. Und ich glaube, jetzt haben wir alle. Das waren also Zwillinge, glaube ich, oder? Aber wir hatten noch 2 Eier. Ich glaube, das waren 2 normale. Aber wir hatten einmal Drillinge. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich hoffe, die haben dann auch gute Statistiken und nicht alle die gleichen schlechten. Das wäre nicht so gut. Jetzt können wir mal gucken. Haben wir denn... Wir haben 223er bekommen. 2 Stück. 3 Stück. Waren das die Drillinge? Wow. Wir haben auch einen 214er. 2 214er. Und einen 154er. Das ist der bunte. Okay, also die Farben sind schon schwierig reinzukriegen, ne? Wahrscheinlich ist auch das Level dann immer niedriger, wenn man so eine Farbe mit reinbekommt. Gut, das sieht mies aus. Melee Damage sieht auch mies aus. Ich denke, obwohl das jetzt nicht super schlecht ist, ne? 400. Was haben die anderen? 400. Ich glaube, 400 ist sogar der gute Start, ne? Beim Imprinten wird es noch besser, da geht es dann auf 500. Aber 400 ist sogar der gute, okay. Wir haben nur die Hitpoints wieder nicht bekommen. Okay, die sind alle brav am Futtern. Ich muss die jetzt dann gleich alle imprinten. Ich nehme die erstmal alle wieder von Wandering runter. Dann werde ich die alle imprinten und dann gucken wir mal die Statistiken an. Ich fange schon mal an, so ein bisschen auszusortieren, glaube ich. Oder sollen wir uns die jetzt alle zusammen anschauen? Das ist halt schon echt eine riesen Action mit dem Nachzüchten. Disable Wandering. Disable Wandering. Disable Wandering. Disable Wandering. Nee, falscher. Wieder falscher. Ich glaube, jetzt habe ich den richtigen. So. Dich noch. Und dann noch den letzten da hinten. Den haben wir, glaube ich, alle. Ungefähr so. Okay. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben hier die Level 223. Die Hitpoints haben wir nicht bekommen. Der ist also nicht so gut. Dann haben wir den hier mit auch schlechten Hitpoints. Das sind die 223er. Die sind halt schlecht geworden mit den Hitpoints, leider. Oh, das ist super traurig. Leck. Der hat auch keine guten Hitpoints. Dich haben wir noch. Du hast die guten Hitpoints und den guten Melee-Damage bekommen. Hier haben wir schon geguckt. Du hast die schlechten Hitpoints, aber den guten Melee-Damage. 413 haben die alle, ne? Alle guten haben 413 Melee-Damage. Du hast den schlechten Melee-Damage, aber die guten Hitpoints. Und da sind noch mehrere drin. Du hast die schlechten Hitpoints, aber den guten Melee-Damage. Ich glaube, hier habe ich einen noch nicht runter. Vielleicht dich da. Nee, müsste schon passen. Du hast die schlechten Hitpoints. Du hast die schlechten Hitpoints. Also wir haben einen bekommen, der beides hat. Das ist schon mal gut. Ich denke, mit dem können wir dann nachzüchten. Das müsste eigentlich der sein. Mal nur wieder rausfinden, welcher das war. War das der da ganz hinten? Geh mal dahin. Ein Riesenstau hier.
Okay, ich nehme mal alle runter von Follow. Du bist der mit den Guten. 3400 und 400%. Gucken wir mal raus zu unserem F1-Männchen. Genau. 3400 Hitpoints kommen ja vom Weibchen. Das hat die 3400 Hitpoints. Das heißt, wir haben jetzt die bestmöglichen Statistiken auf dem bekommen. Und mit dem können wir dann weiter züchten. Das ist das, was wir wollen. Statistik. Technisch sind wir jetzt perfekt dabei. Aber ich habe es nicht geschafft, die Farben mit reinzuzüchten bisher. Da müssten wir dann weiter rumprobieren. Okidoki. Dann gibt es gleich noch eine riesen Streichel-Action und so. Und dann brauchen wir wieder Sättel, ne? Ich habe, glaube ich, noch einen. Und wir haben immer noch jede Menge Eier. Okay, wir können natürlich auch schon mit der nächsten Fuhre starten. Und die auch noch ausbrüten. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit, weil wir haben jetzt noch... Achso, ich habe die hier reingepackt. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ich wollte das Fleisch da rausnehmen. Da haben wir, glaube ich, keine mehr drin. Wir haben zwei Kühlschränke, die hier Eier einsammeln, komischerweise. Die Eier, die hier vorne gelegt werden, die werden von dem Kühlschrank in dem Stallgebäude eingesammelt, habe ich festgestellt. Habe ich mich gewundert, wo die alle geblieben sind. Okay, dann schmeißen wir die Eier auch noch raus. Ich werde die alle ausbrüten. Und dann haben wir noch 2 Minuten ungefähr, bis die wieder imprinted werden wollen, die ersten. Und dann, das ist schon ein bisschen viel. Wir sollten die nicht alle gleichzeitig rauswerfen. Langsam wird es hier drin so ein bisschen voll, ne? Egal, ich krieg das hin. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, da noch eine richtig gute Truppe heute zusammen zu züchten. Oh! Was ist denn hier los? Oh! Da ist ein T-Rex draußen, vor der Tür. Das ist ein bisschen unentspannt. Das ist ja wie im Zoo hier. Na gut, wir müssen direkt wieder rüber. Ich bin immer noch nicht fertig. Da müssen noch so ein paar imprinted werden. Und wir hatten auch wieder 2, die haben Measure Berries gefressen. Also frag mich nicht. Irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Ich glaube, die sind schon imprinted. Einer ist mir irgendwie doch entkommen. Da muss einer irgendwann rausgerannt sein. Und der ist jetzt nicht imprinted. Den habe ich dann noch geclaimed. Du wolltest Prime Meat. Und zwar Cooked Prime Meat. Ja. Das ist eine ganz hübsche geworden. Ich glaube, jetzt sind alle imprinted. Das müsste jetzt... Nein. Du nicht. Du willst gekuschelt werden. Super gut. Okay. Jetzt müsste man wirklich alle haben, ne? Du bist... imprinted. Gut. Wir haben einen riesen Haufen neuer Velonas. Die muss ich jetzt erstmal wieder sortieren. Wir haben noch so eine richtig hübsche bekommen. Die hat aber... die hat, glaube ich, den schlechten Melee-Damage bekommen. Der müsste besser sein. Der müsste bei 500 sein, wenn sie imprinted ist. Genau, also da fehlt wieder eine Statistik. Aber ist hübsch geworden. Hat jetzt so ein... Weiß nicht, so eine Mischung. So halb orange, halb gelb-grün der Bauch. Also auf jeden Fall auch ganz hübsch. Und ansonsten haben wir noch das bekommen, was ihr schon kennt, das Tier hier. Mit dem lila Rücken, ne? Ich glaube, die haben wir uns schon angeschaut. Mit viel zu wenig Hitpoints und dem guten Melee-Damage. Aber Hitpoints sind super mies geworden. Okay, ich glaube, dann haben wir die jetzt alle soweit fertig. Ich brauche definitiv noch mehr Sättel. Alle, die jetzt... Ich glaube, der hat Top-Statistiken, ne? 4-8. Alle, die nicht top sind, der hat zu wenig Melee-Damage. Genau, dann kriegt der gleich einen Sattel und wird verladen. Der kommt dann mit hier hoch. Und ja, wir teilen unsere Eingreiftruppe hier. Beziehungsweise, weiß nicht, der kommt auf unseren Carrier. Kommst du da irgendwie? So. Die haben schon auf irgendwen geschossen. Deswegen stehen die so komisch. Stell dich mal hier hin. So, dass das alles so einigermaßen aufgeteilt ist. Das ist halt ziemlich umständlich mit den langen Schwänzen hier überall. So. Und dann würde ich sagen, stellen wir noch vielleicht noch 3 mit drauf, oder? Ich habe da auch eine Feeding Trough hingestellt. Da können wir mal was reintun. So, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Die sind schon fleißig am Futtern. Okay, irgendwer hat da Hunger.
Ich denke, wir züchten jetzt erstmal nicht weiter nach, sonst haben wir die gesamte Base hier voll Velonas stehen. Wir hatten das ja mit den Raptoren schon. Ich denke, das muss jetzt dann erstmal passen und reichen. Ist auch imprinted. Also ich denke, die sind alle imprinted und gut. Du bist einer mit zu wenig Hitpoints. 3,6 Hitpoints ist mir zu wenig. Das heißt, du kommst auch da hoch. Auf die linke Seite. Ja, dann brauchen wir jetzt noch 3 und dann ist hier, glaube ich, echt voll. Viel mehr passen da einfach nicht drauf. Yeah, ziemlich voll hier oben. Da kommen wir nicht mehr so gut durch, aber wir müssen ja eigentlich nur noch aufsteigen. Und dann können wir losfliegen. Ich habe den Turret-Mode aktiviert. Wir sind zu schwer. Ich weiß nicht, ob wir losfliegen können. Wir haben 2800 Gewicht. Die sind mordsschwer. Jetzt haben wir die Hälfte abgeworfen. Oh oh. Ich weiß nicht, ob der Plan so gut aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir müssen weg von diesen, von der Wand. Wir haben doch schon welche abgeworfen. Wieso sind wir immer noch genauso schwer? Vielleicht müssen wir erstmal so ein paar runternehmen, bis wir mehr Gewicht haben und dann wirklich Gewicht leveln. Ich wusste nicht, dass die so schwer sind. Komm mal da raus, du. Komm mal zu mir. Komm mal her. Steckst du fest? Oh je. Hm. Das ist schwieriger als gedacht, irgendwie. Ja, also ich habe mal ein paar abgeladen. Wir hatten, glaube ich, wir hatten doppelt so viele hier drauf. Der steht, glaube ich, unten. Der kommt, glaube ich, nicht mit. Mal gucken. Wir haben hier unten noch 4. Und ich glaube, das, ja, 5 haben wir rausgeworfen. Also, wir müssen ein bisschen Abstriche machen, bis wir den Quetz weiter hochgelevelt haben. Der Carrier hat aktuell einfach nicht genug Gewicht. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so schwer sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Problem mit dem Gewicht. Wir können jetzt aber, glaube ich, starten. Ganz vorsichtig. Wir müssen halt von Strukturen wegbleiben und so. Von allen Sachen, die irgendwie ein Kollisionsmodell haben. Sonst schmeißt es uns wieder die Tiere hier von Bord. Aber dann sollte das eigentlich funktionieren. Mal gucken. Wir sind immer noch ziemlich überladen. Fliegen wir mal so ein bisschen von der Base weg. Dann pfeife ich mal aggressiv. Und dann schauen wir mal, wie die ihren Job so machen, ne? Wir haben jetzt hier 3 Low-Level-Tiere drauf. Die anderen gehen so. Mal schauen. Da ist auf jeden Fall schon so eine Drohne unterwegs. Ich pfeife jetzt einfach mal aggressiv. Kann ich das überhaupt? Ich glaube nicht. Die müsste ich alle auf aggressiv einstellen. Wir können die aber auf irgendwas drauf pfeifen. Und das sollten die dann angreifen. Gucken, ob das funktioniert. Wenn ich da irgendwas treffe. Wir können ja auch... Nee. Absteigen können wir nicht. Dann greift der Quetzal mich mit an. Das wäre nicht so gut. Dann fliegen wieder alle von Bord. Ich habe die jetzt noch in keiner Taming Group. Das könnten wir natürlich auch machen sonst. Aber ich denke, das ist jetzt... Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Sollten wir möglicherweise machen, dass wir denen später noch so eine Taming Group mitteilen, zuteilen. Greift mal den da an. Ich glaube, das geht so nicht. Ich stelle die mal auf aggressiv. Machen wir das mal so. Behavior und Stance aggressive. Du auch? Behavior, Stance aggressive. Jetzt stehen die alle auf aggressiv und sollten theoretisch alles angreifen, was sie sehen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wo ist denn der T-Rex hin? Den könnten wir mal wegmachen. Da läuft ein Galli. Oh oh. Okay, sie zielen auf irgendwas. Also Turret Mode ist aktiviert. Ich weiß nicht, was die da machen. Was macht ihr? Das war eine Titanomyrma? Ich hab doch Turret Mode. Enable Turret Mode. Vielleicht, wenn man die reitet, dass das dann nochmal deaktiviert wird. Enable Turret Mode. Möglich. Das ist ja ein riesen Durcheinander jetzt. Der ist in Turret Mode und du bist auch im Turret Mode. Parken wir nochmal einen hier rechts irgendwo, dass wir eine bessere Abdeckung haben und die sich nicht gegenseitig behindern. Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Turret Mode ist jetzt wieder deaktiviert, weil ich da irgendwie aufgestiegen bin. So.
Aua! Wir sind vom Bord gefallen. Hier ist halt nicht viel los. Da ist noch ein Velona, den haben wir verloren. Was machen wir jetzt? Beim Landen? Ah, mein Jetpack macht Geräusche. Wir können den kurz... Oh, schießt ihr? Die sind überhaupt nicht effektiv. Das funktioniert ja mal gar nicht. Der schießt. Der macht das ganz gut eigentlich. Stopp! Komm mal her. Die sind, glaube ich, schon gut. Die machen, glaube ich, schon viel Schaden. Das Problem ist, dass die da irgendwie nicht gescheit runterschießen. Ich weiß nicht, ob das am Geländer liegt vielleicht. Guck mal da hin. Bam! Da haben wir dich. Dann reiten wir dich ein Stück hier hinten an den Rand. Und, ja. Dann müssen wir wieder hoch. Eigentlich sollten wir doch rechts absteigen. Und stellen dich auf aggressiv und Turret Mode. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das war mal so eine Idee. Das könnte uns natürlich tierisch aushelfen, wenn wir hier so ein Gunship haben. Und irgendwelche Drops machen wollen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Dinos nicht runterfallen. Wenn der Quetz nicht überladen ist. Und wenn unsere Dinos schießen. Die schießen ja nicht, ne? Die zielen auf das Dodo. Ja, das könnt ihr nicht treffen, das ist unter uns. Schießt mal auf den Fiomia. Also die zielen, aber sie schießen nicht. Eieiei. Vielleicht nehmen wir mal die Geländer weg. Und schauen, ob das dann funktioniert. Da fliegt schon wieder alles durch die Luft hier. Nehmen wir mal die Geländer runter. Pick up. So. Ich glaube, das liegt an den Geländern, oder? Pick up Geländer. Und jetzt? Wie sieht's aus? Machst du was? Nee. Ist aggressive, ist im Turret Mode. Sollte theoretisch schießen, tut's aber nicht. Vielleicht auf größere Gegner. Oh. Also die funktionieren einwandfrei, wenn sie auf dem Boden unterwegs sind. Das wird einfach ein Bug sein. Oder das ist so gedacht, dass man das nicht machen kann. Oh, ist das fies. Mein ganzer Plan ist zerstört. Das sind überall Ichtis. Ich glaube, wir fliegen mal nach Hause. Also das wird nicht funktionieren. Solange die auf der Plattform stehen, solange die auf einem Plattformsattel sind, schießen die nicht. Das heißt, sie sind vollkommen nutzlos. Eieiei. Dann hätten wir den Quetzal auch nicht unbedingt zähmen müssen. Mein gesamter Plan funktioniert nicht. Ark macht einem immer mal wieder so einen Strich durch die Rechnung. Also ich denke, dass das wieder so ein PvP-Balancing-Ding ist. Weil wenn man mit so einem Gunship irgendwo in die Base fliegt, dann machen die schon ordentlich Radau. Also die sind mordsgefährlich. Die machen Spieler in einer Sekunde weg, wenn man da 5 Stück draufstehen hat. Ja, tut mir leid. Wird wohl nix. Da muss ich mir was Neues überlegen. Wir müssen die wohl zu Fuß mitnehmen. Also es macht jetzt auch keinen Sinn, die auf dem Bronto zu laden. Ich denke, das wird allgemein so sein, dass die auf Plattformsätteln nicht funktionieren, wenn das da jetzt der Fall ist. Dann wird es auf allen Plattformsätteln so sein. Das ist super fies. Schade drum. Na gut, ich habe aber schon wieder so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nämlich gedacht, wir lassen uns jetzt nicht so leicht hier beeindrucken, sondern wir versuchen das doch nochmal mit den Farben. Und zwar haben wir jetzt nämlich 2 Velonas, ein Männchen und ein Weibchen, die schön bunt sind. Und das eine Tier hat 2000 Hitpoints und 560 Millidamage. Und das andere Tier hat 4800 Hitpoints und 456 Prozent Millidamage. Das heißt, die ergänzen sich perfekt. Und wenn wir Glück haben und die nachzüchten, dann kriegen wir ein Tier raus, was die beiden guten Statistiken bekommt. Da brauchen wir natürlich sehr viel Glück und wahrscheinlich 10 Versuche. Ich habe jetzt mal 2 Eier legen lassen. Das dauert ja immer einen Moment. So, schmeißen wir die mal raus. Und dann gucken wir einfach mal, was aus den beiden so rauskommt. Vielleicht haben wir ja Glück und da kommen richtig gute raus. Und das sind dann noch Drillinge, dann wären wir perfekt dabei. Ja, wollen wir nicht zu viel wünschen. Wünschen wir uns mal, dass die beiden Statistiken zusammenfinden. Dass wir zweimal die gute Statistik bekommen. Also die 4800 Hitpoints. Und die 560 oder was Prozent Millidamage vom anderen Tier. Das wäre dann optimal. Wenn wir das bekommen, dann bin ich zufrieden. Schauen wir mal. Ich habe auch schon alles mögliche an Futter da. Ich habe Prime Meat gekocht hier.
Ich habe die Kibbles, die Basics. Das ist so das, was die jetzt bisher so haben wollten. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, der erste ist schon fertig. Bam, accept. Bam, zwei. Accept. Wir haben Zwillinge. Bam. Nice. Jetzt auch noch ein bisschen Fleisch, dass die auch was zu futtern haben, solange sie noch klein sind. So. Du kriegst auch was und du kriegst natürlich auch noch was. Und dann können wir mal gucken, wie die so sind. 197, 171 sind die geworden. Die Zwillinge sind leider die kleinen mit den schlechten Hitpoints und dem schlechten Melee-Damage. Das ist doof. Ja, also der hat dann die gleichen Statistiken, denke ich. Ja, sind jetzt Zwillinge. Und der 197er hat den schlechten Melee-Damage bekommen. Also da sind wir leider nicht so gut dabei. Hat diesmal nicht funktioniert. Aber wir können es theoretisch nochmal versuchen. Okay. Disable One Ring. Disable One Ring. Und Disable One Ring. Ich werde die trotzdem imprinten, dann sind die trotzdem super gut, auch wenn sie ein bisschen niedriger sind und nicht ganz so gut wie die anderen. Aber imprinted und so, dann kann man mit denen auf jeden Fall schon mal was anfangen. Dann haben wir jetzt eine Riesentruppe von denen hier rumstehen und können mit denen aber nicht so wirklich viel anfangen. Es sei denn, wir nehmen die wirklich zu Fuß mit. Vielleicht machen wir dann an der Stelle einfach so eine Bodenarmee auf und nehmen die alle zu Fuß mit. Kann man ja machen, ne? Wir können die auch auf den Quetzal laden und dann vor Ort abladen. Das geht natürlich auch. Nee, geht nicht, weil der Quetzal kann ja fast nichts tragen. Die ja, also die Cryopods sind super praktisch, auch weil die Dinos da, glaube ich, nichts drin wiegen, wenn man die reintut, ne? Wenn ich so ein Dino in einen Cryopod packe, dann wiegt der, glaube ich, nichts. Können wir mal gucken. Wir haben hier noch den Fisch. Der wiegt 0,5, der Fisch. Also ich denke, die Dinos wiegen nichts im Cryopod. Die anderen sind alle so hochgeladen, da können wir nicht gucken. Wir können den Giga in einen Cryopod packen, mal gucken, was der so wiegt. Aber ich denke, der wiegt dann auch 0,5. Das ist mega cheaty. Aber das dauert natürlich auch mal einen Moment, bis wir die ausladen können. Also wir können nicht einfach dahin und den Giga dann, also mehrere Gigas oder so aus dem Cryopod raushauen. Das geht immer nur einmal, dann haben wir ja den Debuff. Also das wird mit den Velonas nicht funktionieren. Die müssen wir wahrscheinlich einfach zu Fuß dahin bringen und dann wieder zu Fuß mitnehmen. Aber die sind auf jeden Fall super stark, auch gegen Flugtiere vor allem. Also mit denen könnten wir uns vielleicht so ein bisschen besser gegen die ganzen Wyvern verteidigen, wenn wir so einen Drop machen. Das war halt so meine Hoffnung. Die geht jetzt nicht ganz so gut auf, weil das mit dem Quetzal nicht funktioniert. Aber ich denke, wir versuchen das dann trotzdem und nehmen die einfach so als Bodentruppe mit. Na gut. Wir haben es auf jeden Fall versucht. War auf jeden Fall ein Riesenspaß, die wieder nachzuzüchten. Wir haben jetzt einen Riesenhaufen richtig schöner Tiere. In lila und hier mit dem orangenen Rücken auch super schön. Das hier ist, glaube ich, welcher ist denn eigentlich? Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken. Welcher ist denn der Machine Gun Joe? Haben wir den dabei? Nee, den haben wir abgeworfen. Machine Gun Joe hat eigentlich eine richtig schöne Zeichnung. Der hat jetzt keine mega Farben, aber die Zeichnung ist mordsschön, finde ich. Der ist so ein bisschen dunkler. Machen wir mal Licht an. Geht das? Mach mal Licht. So, sehr schön. Dann gucken wir mal kurz. Ja, also der hat eine schöne Zeichnung. Der hat so einen leicht dunkelgrünen irgendwie Bauch. Der gefällt mir eigentlich richtig gut. Der ist voll hübsch. Ja, die sind aber alle irgendwie mega hübsch. Und es gibt so viele Kombinationen. Wir müssten einen noch in komplett so grau nachzüchten. Das wäre auch cool. Mit so einem grauen Bauch, wie der hier hat. Und auch so einem grauen Rücken. Hier haben wir einen komplett so orange-roten. Die sind alle mega hübsch. Ich mag die voll, die Velonas. Und die sind halt auch super praktisch. Wenn man die so ein bisschen auf Follow nimmt, wenn man zu Fuß unterwegs ist oder so, dann können die einen da super unterstützen mit ihrer Fernkampfattacke. Also Dinos mit Fernkampfattacken sind natürlich schon ziemlich genial. Okidoki, dann machen wir Schluss für heute. Wir waren schon wieder mega lange unterwegs. Ich hoffe natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich finde es immer super, die Tiere nachzuzüchten. Das haben wir viel zu wenig gemacht in letzter Zeit. Da müssen wir so ein bisschen was nachholen. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Wink doch. Ich muss hier wieder die Tasten neu belegen. Macht's gut.